Okay. Good. Nothing scientific behind it. No crazy machines, just basic movements. Barbells, dumbbells. That's it. Für gewöhnlich bleiben die ersten beiden Übungen, Beinpressen und Kniebeugen, in meinem Quadrizeps-Training immer gleich, wohingegen die dritte Übung oft variiert. Heute seht ihr die Kniebeugenmaschine von Hammer Strength. Hier mache ich 5 Sätze, a 12 Wiederholungen, wie immer mit gleichbleibendem Gewicht, und die Pausenlänge beläuft sich auf 30 Atemzüge. Zum Bewegungsradius. Ihr wisst ja mittlerweile, dass ich sehr großen Wert auf konstante Spannung lege. Und deshalb ist es hier wichtig, nicht einfach stur den vollen Bewegungsradius der Maschine auszuführen, sondern den Bewegungsradius zu durchlaufen, der die Quadrizeps optimal belastet. Das bedeutet, ich gehe genau so weit nach unten, wie es mir möglich ist, ohne dass sich mein unterer Rücken vom Rückenpolster ablöst, und ich gehe nur so weit nach oben, dass die Belastung auf meinen Quadrizeps bleibt und sich nicht auf mein Kniegelenk verschiebt. Also nochmal, es ist sehr wichtig, den vollen Bewegungsradius vom optimalen Bewegungsradius zu unterscheiden, weil nicht immer bringt der volle Bewegungsradius einer Übung die besten Ergebnisse.
Ich schließe die Übung mit einem Strip-Satz ab. Das bedeutet, ich werfe ungefähr ein Drittel des Gewichts vom Schlitten und führe damit nochmal mindestens 12 Wiederholungen aus. Und dann gehe ich sofort zu etwas über, was ich mir von der DC-Trainingsmethode abgeschaut habe. Und das ist ein sogenannter Extreme Stretch oder Loaded Stretch. Im Großen und Ganzen bedeutet das, dass man sofort nachdem man eine Übung beendet hat, den trainierten Muskel in eine sehr starke und überladene Dehnposition bringt und diese Position mindestens eine Minute lang hält. Hier im Video halte ich sie 2 Minuten lang mit Hilfe der Stoppuhr auf meinem Handy. Ziel der Aktion ist, wie schon beim Beinpressen, wieder möglichst großen metabolischen Stress zu erzeugen durch die starke Milchsäureansammlung und auf diese Art und Weise natürlich wie immer Hypertrophie zu bewirken. Abschließend führe ich 5 Supersätze an der Adduktoren- und Abduktorenmaschine aus, wobei ich einfach den ganzen Gewichtsstapel auflege und so viele Wiederholungen ausführe wie möglich. Sollte es mal vorkommen, dass ich weniger als 10 schaffe, gebe ich meinen Oberschenkeln mit meinen Händen einen leichten Schubs, sodass ich die 10 bis 12 voll mache und das war's dann mit dem Beintraining. Ganz wichtig, bevor ihr das Studio verlasst, vergesst euer Stretching nicht. Das Thema werde ich in kommenden Episoden noch genauer behandeln. Für heute vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Roman.